Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Barbell. In diesem Video sprechen wir über den Box Squat Variation und wie man den am besten und warum in sein Training implementiert. Heute wieder mit strahlender Kompanie. Los geht's. In dieser Education-Reihe besprechen wir primär, welche Übungen, welches Equipment nutzen wir wofür. Hier sind wir in der Thematik des Unterkörpertrainings beziehungsweise sehr speziell in der Kniebeuge-Thematik und am Ende ist ein Box-Squat, also eine Kniebeuge auf eine Box, eine Assistenzübung oder eine Variation der primären Bewegung, was in dem Fall, sagen wir einfach mal, eine Kniebeuge wäre, erstmal relativ egal, ob Low-Bar, High-Bar, Sumo, S2Grass oder was auch immer. Für mich ist eine Kniebeuge immer voller Bewegungsumfang, kontrolliert nach unten so schnell wie möglich nach oben. Und dann kommen wir in die Thematik, wenn wir eine Box benutzen und man sieht es ja immer mal wieder, dass auf so eine Box gebeugt wird oder auch auf einen Medizinball, gibt es Unterschiede. Wenn jemand jetzt gerade, wenn du jetzt einen Anfänger hast, da einen Ball runterlegt, geht es ja primär darum, ihm zu zeigen, hey, wenn du das erreicht hast, dann bist du tendenziell unter Parallel und sagen wir einfach mal tief genug. Im Background, was ich versuche mit Berlin Barbell zu implementieren, ist ja primär klare Intention von welcher Variation. Wenn man Box Squats nutzen möchte, um gewisse Dinge rund um die eigene Unterkörperkraft und rund um die eigene Kniebeuge zu verbessern, gibt es hier zwei Betrachtungsweisen. Betrachtungsweise 1, du hast Schmerzen, du bist angeschlagen, du hast Überlastungserscheinungen oder Verletzungen, dann gibt es Situationen, in der ein Box-Squat Sinn macht oder du möchtest es als Zubringer, Assistenzübung dafür nutzen, deine Kniebeuge zu verbessern. Beides schließt sich gegenseitig nicht aus und ist in der Herleitung relativ nah beieinander. Wenn wir eine normale Kniebeuge nehmen, Mina, mach mal bitte für mich einmal eine Kniebeuge und bleib kurz bei der zweiten unten sitzen, damit du nicht bei der ersten unten drin sitzen bleiben musst, mit Gewicht bitte. Die tiefe Kniebeuge zeichnet sich dadurch aus, dass wir aus der tiefen Position bei voller Hüftbeugung, voller Kniebeugung unten raus beschleunigen und dieser maximale Mobilitätsanspruch hier unten raus wird primär in dieser Position getrieben durch die Adduktoren und die Quads zusammen mit den Glutes, die aber erst etwas später voll mit einsteigen, weil die hier wenig Momentum haben. Das heißt, sie steht jetzt auf und den ersten Teil, beug mal los, der erste Teil jetzt wird initiiert, Quads, Adduktoren. Wenn wir die Box hinzufügen, ja, nehmen wir, jetzt beug mal, setz dich mal einfach hin, beenden wir die Bewegung bestmöglich über parallel. Sie sitzt jetzt nur zum Zeigen. Ich möchte nicht sehen, dass jemand sich dabei absetzt. Der untere Teil, wo primär die Quads und die Adduktoren in der Dynamik mit rausschieben, wird jetzt rausgenommen und der Teil über parallel, also hier, wenn sich die Verhältnisse ein bisschen umkehren und unter anderem neben den Quads auch die Hamstrings und die Glutes über den Schwerpunktveränderung nach hinten das Knie in Streckung ziehen, wird primär hier adressiert. Das bedeutet, aus der Position raus leisten neben den Quads, die sind immer dabei, die Gluteen, also die Gesäßmuskulatur und die beinbeugende Muskulatur, die ischiokorale Muskulatur oder auch bekannt als die Hamstrings, den primären Drive nach oben. Das heißt, steh mal kurz auf. Wenn sie jetzt kontrolliert runtergeht, ich empfehle immer 3 bis 5 Sekunden, mach mal mit gleich, so, und jetzt kurz touchiert und gleich wieder hochgeht, werden zu einem sehr großen Anteil die Glutes, die Hamstrings überladen im Vergleich zu dem, würde sie ganz runtergehen, weil ganz unten ist der, du gehst ganz runter, ist der Umkehrpunkt jetzt beschleunigt durch Adduktoren und Quads, während jetzt mit der Box nochmal das rausgenommen wird und die Hamstrings die ganze Zeit weiterarbeiten müssen. Das bedeutet, in der Variation überlädt man oder nimmt im Umkehrpunkt die Hamstrings nicht wie sonst raus aus dem permanenten Bewegen des Gewichts, sondern man lässt sie drin und hat quasi damit eine Mehrbelastung, die man sonst nicht hat und nimmt, das in der Perspektive mit das Wichtigste ist, den Mobilitätsanspruch im Hüftgelenk und damit auch die Mobilitätsproblematik des Aufrechtshaltens der Wirbelsäule in Kombination von Hüftgelenk und Lendenwirbelsäule raus und bleibt bei der primären Belastung von
Hamstrings, Glutes und Quads. Das bedeutet, dazu kommen wir gleich, wo und wann gehört diese Übung jetzt integriert? Zuallererst mal, wenn man die Intention hat, man sagt, man hat zum Beispiel einen hohen Sticky Point, nachdem man hier überparallel angekommen ist, wäre das zum Beispiel eine sehr, sehr gute Übung. Boxsports geben uns also die Möglichkeit, durch den reduzierten Bewegungsumfang und das Reduzieren des Mobility-Anspruchs vor allem die Oberschenkel-Vorderseite in der vollen Kniebeugung zu entlasten, die Adduktoren in dem Rausbeschleunigen aus der tiefsten Position und damit der größten Hüftbeugung etwas in ihrem Beitrag der Bewegung zu reduzieren, indem sie nicht hier ganz unten rausbeschleunigen und ganz besonders durch dieses Aufhören über parallel die Rückseite, also unsere Hamstrings, die ischiokorale Muskulatur und die Glutes, also unseren Po, Gluteus Medius Maximus, hier dieses Konstrukt, zu überladen, zu primär dafür sorgen zu lassen, dass das Gewicht bewegt wird. Das heißt also, in der Vermeidungsstrategie, wenn wir sagen, wir haben Überlastungserscheinungen beispielsweise in der Hüftregion, über die Adduktorenseite oder im unteren Rücken, macht es Sinn, unter gegebenen Umständen zu sagen, ich mache erstmal für eine Weile eine im Bewegungsradius reduzierte Kniebeuge-Variation, indem ich sage, ich nehme die tiefe Position zum Entlasten des unteren Rückens und zum Entlasten der Hüftinrotationsthematik beispielsweise über die Adduktoren raus und arbeite weiter an meiner Kraft der Rückseite und generell an der Kniebeugebewegung in diesem reduzierten Bewegungsradius. Oder ich weiß beispielsweise, meine Kniebeuge hat den Sticky Point, wenn ich hier unten rauskomme, über parallel und kann dann als Variation, um das primär zu fördern, die Box Squats dafür benutzen. Das sind die beiden primären Intentionen von Box Squats und dann gibt es dazu noch eine Variation, die man gerade über Westside Barbell, über Louis Simmons sehr viel gesehen hat, und zwar die Wide Stance Box Squats. Die können wir gleich noch mal kurz mit reinnehmen. Ich nutze die tatsächlich, ich glaube, jeder, der bei mir im Coaching, Strength Coaching ist, weiß das. Mina, würden Sie sich bereit erklären zu unterstützen? Das heißt, wenn man sinnvoll Box Squats in sein Training integrieren möchte, gibt es primär diese beiden Intentionen. Man kann natürlich eine Übung machen, einfach nur, weil man sie cool findet. Ist dann immer eine Frage, will man trainieren, was cool ist, oder will man trainieren, was einen an sein Ziel bringt. Box Squats primär dafür da, die tiefe Position zu vermeiden und den oberen Teil zu überladen. Und wenn du regelmäßig Box Squats in deinem Training hast, schreib es mir gerne mal in die Kommentare, was du darüber denkst, wie sich es für dich anfühlt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training. Und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal.